So, meine Freunde, willkommen zurück. Das Gespräch zwischen Dima und unserem Kumpel habe ich gerade unterbrochen. Nick. Das kann doch nicht sein. Begonnen, ganz nah dran. Doch nichts. Was willst du hier abziehen? Ich habe dich noch nie im Leben gesehen. Bitte, wenn du mir eine Chance gibst, kann ich es erklären. Jetzt muss ich mit ihm reden, oder was? In Ordnung, Dima. Wir wissen es. Aber rede weiter. Es begann vor über 100 Jahren, als wir erschaffen wurden. Wir waren Prototypen, Nick. Die ersten, die eigenständig denken und urteilen konnten. Red weiter. In einem der Experimente ging es darum, wie unsere Gehirne Persönlichkeit verarbeiten. Ob wir individuelle Gefühle und Verhaltensmuster bewältigen können. Meine durfte ich anhand von Erfahrungen entwickeln. Aber in dich wollten sie eine gesamte Persönlichkeit übertragen. Es brauchte mehrere Anläufe, bevor die Prägung funktionierte. Du bist so oft aufgewacht und wusstest nicht, wer oder was du warst. Ich konnte das nicht länger zulassen. Wir waren die einzigen beiden Prototypen. Ich habe buchstäblich mich in dir erkannt. Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Da irrst du dich. Das war vor mehr als einem Jahrhundert. In unseren Prototypengehirnen ist nur begrenzter Speicherplatz vorhanden. Ah, ich hab genug gehört. Ich glaube, wir beide müssen uns darüber mal unterhalten. Aber vielleicht nicht jetzt. Okay. Wir reden später. Das ist ganz schön viel auf einmal. Nick, du musst mir nicht glauben. Ich bin einfach froh, dich wiederzusehen. Ich werde hier sein, wenn du bereit bist. Okay. Na, dann komm mal, Nick Valentine. Wir gehen mal vor die Tür. Wir haben jetzt hier noch die Quest bekommen. Sprich mit Kazumi. Hier unten. Sonstiges. Sprich mit dem hohen Beichtvater. Wow. Das können wir auch mal machen. Und dann ist ja nur noch mit Kazumi labern. Na, was schon? Weiß ich nicht, ob hier noch großartig was kommt. So, Nick. Hey. Schieß los. Hey, Valentine. Was? Oh, Entschuldigung. Mein Kopf war nur voll von Dimas Gerede. Es ist ein Schock. Gehört er wirklich zur Familie? Das ist schwer zu leugnen, Nick. Die Ähnlichkeiten liegen auf der Hand. Ich habe mich lange gefragt, ob das Institut weitere Prototypen gebaut hat. Ob ich nur ein Fehlschlag war. Ob sie Aufgaben oder einfach keine Lust mehr hatten. Ich dachte immer, ich wäre nichts weiter als abgelegter Müll. Es kam mir nie in den Sinn, dass jemand mich rausholen wollte. Mir bei der Flucht geholfen hatte. Es muss irgendwo einen Beweis geben. Für das, was zwischen mir und Dima wirklich geschehen ist. Da waren wir doch schon. Es wäre schön, wenn wir die Augen offen halten könnten. Ich glaube, ich habe schon was in Dimas Erinnerungen gefunden. Hör's dir mal an. In Ordnung. Das wird nicht lange dauern. Oh Gott. Dima hat mir wirklich bei der Flucht aus dem Institut geholfen. Ah. Ich wurde nicht einfach nur weggeworfen. Ich war wahrscheinlich noch von einem der Experimente benebelt. Hab ich ihn wirklich angegriffen? Hat er mich wirklich zusammengeschlagen und zum Sterben zurückgelassen? Verdammt, warum erinnere ich mich nicht? Ganz ruhig, Valentine. Leute vergessen Dinge. Besonders nach sowas Traumatischem wie zwischen dir und Dima. Ja. Ja, du hast recht. Ich wollte Beweise für Dimas und meine gemeinsame Geschichte. Jetzt muss ich rausfinden, was ich damit anfange. Soll ich ihm meine Chance geben? Versuchen, ihn als Bruder anzunehmen? Vielleicht ist er der einzige andere Synth-Prototyp. Ja, komm, gib Dima eine Chance. Versuche ihn besser kennenzulernen. Sonst bereust du es noch. Du hast recht. Beim nächsten Mal in Arcadia bin ich ein bisschen netter zu dem alten Synth. Versuche, verlorene Zeit wieder aufzuholen. Ach ja, danke. Ohne dich würde ich die Wahrheit nicht kennen. Valentine hat das geliebt. Was ist denn jetzt hier drin eigentlich?
Können wir jetzt nochmal mit ihm reden? Gehen wir nochmal rein. Ich glaube zwei ja nicht. Da gibt es jetzt noch eine schicke Versöhnung. Also, Dima, hör zu. Ich wollte mit dir reden. Zuerst wollte ich dir nicht glauben, dass wir Brüder sind. Ist schon gut, Nick. Es muss ein Schock für dich gewesen sein. Ja. Naja, es war blöd, dass ich so negativ gesehen habe. Fangen wir nochmal von vorne an? In Ordnung. Gut, dass wir nochmal darüber geredet haben, Nick. Aber war's das? Ist das jetzt gegessen, oder? Dima. Danke für alles, was du getan hast. Arcadia wird dir immer offen stehen. Na gut. Hey, rede weiter. Na gut, okay. Weiß ich nicht, ob wir da jetzt noch was machen müssen oder ob sich das mit der Zeit ergibt, die wir wahrscheinlich hier nicht mehr haben. Ich würde sagen, die letzte Questen, die nehmen wir jetzt mal noch nicht an mit Kazumi. Sondern mich würde jetzt erstmal interessieren, was ist hier los? Nukleus, die feiern, hat er gesagt. Da gehen wir mal gucken. Und dann will ich auch mal nochmal nach Fahaba gucken, ob die Leute da was zu sagen haben zu unserem Triumph. Und ob sich das Ruhige wirklich so verhält. Also wenn das jetzt alles gewesen sein soll. So lange war die Main-Story jetzt nicht. Klar, nebenher, wir hätten jetzt sicherlich noch viel machen können, haben nicht alles erforscht. Aber ganz ehrlich, die Insel ist nett. Und das war's auch. Da, Kommt, Brüder und Schwestern, kommt und hört seine Worte. Ah, jetzt macht er eine Ansprache. Wenn du nicht auf einen grünen Tarnschaf bist, sollten wir uns beeilen. Mit einer strahlenden Vision sprach er zu mir und ich gehorche. Atom fordert Frieden mit Fahaba, mit Arcadia, in unserer Familie. Und wer Atoms Wort missachtet, soll für seine Taten büßen. Niemand wird seinem strahlenden Willen im Weg stehen. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Er kommt, Atom bekommen und Zeuge meiner Fälle. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Du, ich wusste es. Ich wusste, dass du es bist. In meiner Vision. Dort, neben unserem brillanten Meister. Hier, das ist für dich. Sein liebstes Kind soll es tragen. Atoms Bollwerk. Alter Scheiße. Das sieht ja mal richtig nice aus. Nice. Jo, haben wir das abgeschlossen. Scheint aber jetzt nichts mehr großartig los zu sein. Die haben gefeiert. Dann schauen wir uns doch mal an, wie Fahaba die Geschichte feiert. Ob die überhaupt feiern oder ob die sagen, scheiße hier, alles scheiße. Die Insel, toller Film. Nein, hab ich schon gesagt. Was will Atom überhaupt mit einem kleinen Doc? So. Man weiß es nicht, was. On the Rocks. Ah, nein. Okay, dauert. Ach so. Fahaba. Wölfe in der Wildnis hinter Fahaba sind aufgrund der radioaktiven Nebels mutiert und streifen in gefährlichen, blutrünstigen Rudeln umher. Man nennt sie Rudelwölfe. Blutrünstig. Und so weiter und so fort. Je schwerer die Waffe, desto mehr Schaden richtet sie an. Aber sie beansprucht auch umso mehr Platz in deinem Inventar. Ach übrigens, es gibt ja noch ein neues Add-on mit diesem Vergnügungspark. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und bis dahin machen wir auch nochmal, das machen wir jetzt nicht gleich, mache ich nicht gleich im Anschluss, aber wir machen nochmal die Quest mit den Robotern, die Questline. Die lade ich dann auch hoch und dann haben wir mal vielleicht einen Robotergefährten bei der nächsten. So. Ist beschäftigt. Also Leute, ruhig, ruhig. Hoher Beichtvater Tektis.
Der Anführer der Kinder des Atoms hat Frieden mit uns geschlossen. Bruce ist auch ein glaubst ihm? Ja, er sagte, es wäre eine Vision von Atom. Und wenn man sie kennt, weiß man, wie ernst das gemeint ist. Aber diese Missionare... Die sind kein Problem. Er hält sie von Fahaber fern. Es kommen keine Prediger mehr. Sie werden Ellen also einfach vergeben? Ihr... Tja, Gott hat ihnen das befohlen. Also ja, ich glaube, sie haben uns vergeben. Sie bleiben also in ihrem Teil der Insel und wir bleiben in unserem. Das ist alles. Du siehst mir ein bisschen zu nüchtern aus. Avery, das kann mir ändern. Tektis hat sich nicht klar ausgedrückt, meinte aber, du wärst Atoms Werkzeug. Dank dir haben wir jetzt eine wirkliche Chance auf Frieden. Tja. Ich wünsche euch alles Gute. Wir haben dich wirklich nicht verdient. Wenn der Nebel verschwindet, und das tut er immer, holen wir uns unsere Insel zurück. Und das alles dank dir. 1600 Kronkorken, jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht die Luzi ab. Gut. Es scheint mir echt das Ende der Geschichte zu sein. Mal gucken, ob wir die Alte jetzt wirklich zurückbringen können. Dann reisen wir wieder nach Arcadia. Und dann kommt sie vielleicht mit uns mit. Quest abgeschlossen. Und dann war es, ehrlich, wirklich ein kurzer Ausflug. Also, finde ich. Wenn das so das sein sollte, dann hätte ich etwas mehr erwartet. Aber gut, die Story war dafür in Ordnung. Und die Musik war klasse. Und wir haben eine geile Rüstung gekriegt. Das darf man auch nicht vergessen. Sieht so aus, als gäbe es Frieden auf der Insel. Das warst du, oder? Mhm. Du hast alles ins Lot gebracht. Ich habe alle getötet. War alles okay, während ich weg war? Ja, alles okay. Mir ist eine große Last von den Schultern gefallen. Hey, hör zu. Als du das erste Mal hier aufgetaucht bist, wolltest du mich holen. Mich nach Hause bringen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Kenji und Ray wehgetan, als ich gegangen bin, oder? Ich hätte auch so tun können, als wäre alles in Ordnung. Aber ich habe sie verlassen. Soll ich zurück? Offensichtlich bedeute ich ihnen noch etwas. Oder das, wofür sie mich halten. Sie brauchen eine Tochter. Sie haben es verdient. Ich habe in Arcadia alles geklärt. Ich habe meine Antworten. Vielleicht sollte ich jetzt etwas für jemand anderen tun. Naja, klar, deswegen sind wir hier. Du hast recht, Kasumi. Sie brauchen dich. Geh nach Hause. Ich packe meine Sachen und verabschiede mich noch bei allen. Danke. Für alles. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann im Commonwealth. Sprich mit Mr. Nakano. Es ist echt tatsächlich die... Main Story ist tatsächlich zu Ende. Wer hätte das gedacht? Na gut. Ey, scheiße, wo ging's denn hier hoch? Na, dann bringen wir das jetzt hier nochmal zu einem Ende. Am geilsten waren die Quests von den Bruderschaft des Atoms. Die habe ich jetzt zwar verraten, aber das waren die geilsten Quests. So. Das Commonwealth. Schnellreise. So eine geile Waffe, ne? Plasmagewehre und Plasmapistolen verursachen sogar noch mehr Schaden als Laserwaffen und können Gegnern zerschmelzen. Geil. Zerschmelzen. So. Oh, das ging schnell. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir bei deren Haus, ne? Ja. Miau. Oh, guck mal. Kasumi. Mama? Papa?
Ich bin wieder da. Kasumi? Oh mein Gott! Meiner Kleinen geht es gut. Willkommen zu Hause, Kasumi. Schön, wieder hier zu sein. Du hast meine Tochter gerettet. Danke. Gern geschehen, Kenji. So viel Güte ist im Commonwealth selten. Das werde ich nie vergessen. Auch der Admiral! Wenn ihr je wieder Hilfe braucht, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Kasumi, heißt das? Du weißt, dass wir deine Eltern sind, oder? Du bist kein Sünd. Ich weiß, Mama. Entschuldige. Ich war nur so verwirrt. Ich wollte weg. Irgendwohin. Schon gut, Kasumi. Du bist jetzt zu Hause. Pass gut auf sie auf, Kenji. Man weiß nie, wann einem die Familie genommen wird. Ich bin froh, dass du es verstehst. Die Welt da draußen ist schlimm. Wir haben nur einander. Wir müssen noch über etwas sprechen. Deine Belohnung dafür, dass du meine Tochter heil zurückgebracht hast. 5 Kronkorn. Wir haben nicht viel zu bieten. Aber mein Vater hat das Commonwealth bereist. Er hat uns einiges hinterlassen. Ich habe alles beim Haus vergraben. Ich bin kein Entdecker wie er. Ich brauche die Sachen nicht. Du vielleicht schon. Was sind das für Sachen? Dinge, die er auf See gefunden hat. Oder in den Städten, die er besuchte. Ich habe sie mir nie richtig angesehen. Danke, Kenji. Du hast es dir verdient. Du bist weit gereist, um Antworten zu finden. Danke nochmal. Du hast meine Familie gerettet. Das vergessen wir dir nie. Wir sehen uns, Kenji. Mach's gut, Nick. Ich wünsche dir und deinem Partner viel Glück. Danke für alles. Wir sind wieder eine Familie. Genau so sollte es sein. Super. Dann hat sich das ja auch geklärt. Hey. Mal sehen. In diesem Job musst du das Unerwartete erwarten. Und trotzdem muss ich sagen, einen Fall wie Kasumis hatte ich noch nie. War ein ziemliches Abenteuer. Ja. Eine ganze Insel, die uns tot sehen wollte. Der nächste Fall führt uns hoffentlich nur in eine schäbige Bar. Wird Zeit für einen Langweiler. Ich bin froh, dass es jetzt ist, wie es ist. Die Nakanos sind wieder eine glückliche Familie. Soweit man das hier sein kann. So, sprich mit Nick abgeschlossen. Finde den Schatz. Naja, es ist ein Schatz, ich weiß es gerade gar nicht. Grab die Vorräte aus hier. Wahrscheinlich irgendwo in. Ah, da hinten in der Hütte. Der Spaten, den er nicht hat. Beste, wo gibt. Triple A. Schlecht. Ich glaube, die ist besser als unsere. Nehmen wir mal mit. So, dann haben wir noch einen weiteren Sprich mit Ellie in Diamond City. Da reisen wir jetzt natürlich auch erstmal noch hin. Und dann hätten wir noch die Questline mit den Robotern. Von dem Addon mit den Robotern. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge, die nicht gleich nach dieser Folge kommen wird. Da lasse ich mir ein bisschen Zeit für, weil ich erstmal noch andere Sachen machen will. Das wird ungefähr kurz vor dem Erscheinen des nächsten Addons sein. Oh, das alte Segelschiff. Laut Meldungen aus der Gegend empfiehlt es sich, dieses Schiff um jeden Preis zu meiden.
Und jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, müsst ihr noch weiter hinauf. So, Ellie hat jetzt einen neuen. Hat sie einen neuen Dings für uns? Ich glaube nicht, ne? Mal abwarten. Ellie. Du bist zurück. Wie ist es mit dem Nakano-Fall gelaufen? Ich habe Kenjis Tochter in einer Sündzuflucht im Norden bei Far Harbor gefunden. Sie ist wieder zu Hause. Gesund und munter. Das ist toll. Wir haben nicht oft gute Neuigkeiten für die Menschen. Schöne Abwechslung. Ich danke dir für deine Mitarbeit. Ich wusste, dass etwas Gutes dabei rauskommen würde, als du dich mit Nick zusammengetan hast. Lass von dir hören, Spürnase. Wüsste ich's nicht besser, würde ich sagen, du verteilst die Lorbeeren nur an unseren Freund hier. Ich will dich nur auf Trab halten, Nick. Gut. Haben wir das auch abgeschlossen, sprich mit Ellie. So, dann gucke ich jetzt nochmal in die Daten rein. So, das sind noch Verhaber-Aufträge. Ja. Und das wäre, hör die, das Karawanen-Notsignal an. Das wäre Diamond City Blues, da hatten wir noch, da haben wir, verschaffe dir Zugang zu dem Labor mit den Dings. Ja, das war's. Das war Far Harbor, meine Freunde. Etwas kurz für meinen Geschmack. Okay, es ist nur ein Add-on, ne? Aber trotzdem. Ich hätte mehr erwartet. Gerade hinsichtlich der Add-ons, die man sonst so kennt von Bethesda. Erschießt du Leute, Mister? Mein Papa sagt, dass Leute erschießen. Das letzte, diese Explosion kam das von richtig den alten gute, CIT-Ruinen, wo man den Geschichten glauben kann. War von Skyrim. Das ist Dragonborn. Ist das Dragonborn gewesen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war Hammer und lang und gut, auf jeden Fall. Naja. Gut, okay. Dann ist das so. Ja, wie schon gesagt vorher, ich spiele die mechanische Bedrohung auch noch. Das ist ja nicht lange, das soll ja nur ein, zwei Stunden gehen. Und dann kann man sich mal seinen eigenen... Die Moral der Bewohner von ist sehr niedrig. Ich bin, kannst du die Kontrolle über die Siedlung verlieren? Ja, dann ist das halt so. Ja. Müssen wir mal sehen. Danach geht es weiter mit dem neuen Add-on in diesem Freizeitpark. Sehr interessant. Spiele ich auf jeden Fall auch. Und ich wollte vielleicht nochmal ein paar Mods ausprobieren, so wie ich das gerade mit Skyrim mache. Aber weiß ich noch nicht genau, ob ich das auch aufzeichne. Muss ich mal gucken. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Cooles Add-on. Lohnt sich. Nick stellt sich da extra. Ah, oh, jetzt liest er Zeitung. Cooles Add-on. Kann man sich auf jeden Fall geben. Bleibt Main, meine Freunde. Wir sehen uns bei The Witcher oder sonst wo. Heidi ho. Tschüss.